Liebe Freunde von Ort und Wort, willkommen zum dritten literarischen Zimmerspaziergang anlässlich des Themenjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in Kooperation mit dem Kulturzentrum der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Der Spaziergang führt uns heute nach Niederschönenfeld, nördlich von Augsburg, in den schwäbischen Landkreis Donau-Ries, an den Zusammenfluss von Lech und Donau. Im dortigen 1862 eröffneten ersten Jugendgefängnis Deutschlands für männliche Strafgefangene war der Dramatiker Ernst Toller bis zum Juli 1924 fünf Jahre lang inhaftiert. Ernst Toller war 1893 als Sohn eines jüdischen Händlers im ostpreußischen Markt Samuchin, heute eine polnische Stadt, zur Welt gekommen. Sein Lebensweg, aus einer antisemitisch bedrohten Jugend durch den Ersten Weltkrieg zum Pazifisten und Revolutionär, ist in seiner Autobiografie Eine Jugend in Deutschland eindrucksvoll dargestellt. Das Buch, erschienen, wie es zu Beginn heißt, am Tag der Verbrennung meiner Bücher in Deutschland, also im Mai 1933, ist ein unverzichtbares Dokument für das Verständnis der ganzen Epoche. Die gebundene Reklamausgabe, kommentiert von Wolfgang Frühwald, ist mit Nachdruck zu empfehlen. Der Erste Weltkrieg, anfangs auch von Toller begrüßt, in der trügerischen Hoffnung, auch die religiösen Unterschiede aufzuheben, wird zum Desaster. Toller hält das Massensterben nicht aus, er bricht zusammen und wird 1917 zum Studium an die Universität München beurlaubt. Dort gehört er zum Kreis um den Theaterprofessor Arthur Kutscher und lernt Rainer Maria Rilke und Thomas Mann kennen. Er beginnt sein erstes Drama, Die Wandlung, das Ringen eines Menschen, das er im März 1918 jedoch im Militärgefängnis an der Leon-Roth-Straße vollendet. Der Grund war sein politisches Engagement. Toller hatte im Januar 1918 Kurt Eisners Aufruf zum Streik der Munitionsarbeiter in München unterstützt, war verhaftet und verurteilt worden. Nach dem Kriegsende und der Ausrufung des Freistaats Bayern Anfang November 1918 durch Kurt Eisner ernennt der Vollzugsrat der Bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte den 25-jährigen Ernst Toller zum zweiten Vorsitzenden und zum Mitglied des provisorischen Nationalrats. Die Ermordung des ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner im Februar 1919 führt zwei Monate später, Anfang April, zur Ausrufung der Räterepublik Bayern. Ihr Sitz ist das Wittelsbacher Palais an der Ecke Türkenstraße, Briennerstraße. Am heutigen Neubau der Bayerischen Landesbank erinnert eine etwas versteckte Gedenktafel daran, dass im Wittelsbacher Palais bis 1945 die gefürchtete geheime Staatspolizei residierte. Aus diesem Grund befindet sich heute schräg gegenüber der Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Die Räterepublik Bayern war nur eine Angelegenheit von Tagen, genauer von drei Wochen. Ernst Toller war kurz Funktionär, dann Abschnittskommandeur der Roten Armee bei Dachau, schlug sich dort erfolgreich und ehrenhaft gegen die Weißen Garden der rechtmäßig gewählten Regierung Hoffmann. Doch als die Weißen Garden München erobern, wendet sich das Blatt und nach Toller wird mit Steckbrief gesucht. Im Kapitel 12 Flucht und Verhaftung seiner Autobiografie schildert Toller sein Versteck in einem Gartenhaus in Schwabing. Gemeint ist das Schloss Syrenen oder Wernigschlössl, heute Gästehaus der Katholischen Akademie in Bayern, wo Toller bei dem Maler Hans Reichel Aufnahme findet. Sein Versteck ist gut getarnt, dennoch wird er hier Anfang Juni 1919 frühmorgens aufgespürt und verhaftet. Die Strafe ist hart. 5 Jahre Festungshaft lautet das Urteil für einen mehr als zweifelhaften Landesverrat. Doch in der Haft entwickelt sich Toller zu einem der wirkungsvollsten expressionistischen Dramatiker der 20er Jahre.
In der Festung Eichstätt entsteht im Oktober 1919 das Drama Masse Mensch, dessen zentrale Frage, ob man eine Revolution ohne Gewalt durchführen könne, klipp und klar verneint wird. Im Februar 1920 kommt Toller in die Festung Niederschönenfeld bei Rhein am Lech, wo viele Räterepublikaner inhaftiert sind. In der sumpfigen, nebligen Ebene zwischen Lech und Donau liegt der dreiflügelige, nüchterne Zellenbau mit seinen kahlen Höfen, seinen hohen Mauern. So erinnert Toller in seiner Autobiografie den Ort, wo er die Dramen »Die Maschinenstürmer« und »Der deutsche Hinkemann« schreibt. Ausgeliefert einer Gefängnisleitung, die die politischen und jüdischen Gefangenen bis zum Tod schikaniert, gelingt Toller mit dem heimlich verfassten Schwalbenbuch, ein Hymnus auf ein in seiner Zelle nistendes und brütendes Schwalbenpärchen, ein Triumph des Lebens und der Liebe. Hochpathetisch klingt es da: Den Dichtern gleichet ihr, meine Schwalben, leidend am Menschen, lieben sie ihn mit nie erlöschender Inbrunst. Sie, die den Sternen, den Steinen, den Stürmen tiefer verbrüdert sind als jeglicher Menschheit, den Dichtern gleichet ihr, meine Schwalben. Das erste Manuskript wird beschlagnahmt, das zweite kann hinausgeschmuggelt werden, doch als das Buch im Frühjahr 1924 erscheint, werden in der Festung Niederschönenfeld sofort von den Wächtern alle Schwalbennester zerstört. Die Unmenschlichkeit macht vor den Tieren nicht Halt. Nach 5 Jahren wird Ernst Toller Ende Juli 1924 aus der Haft entlassen. In Berlin hat er als Dramatiker großen Erfolg, doch der Politiker in ihm bleibt wach. Den internationalen Pen-Club ruft er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zur Ablehnung des Hitlerregimes auf. Auch nach der Emigration über die Schweiz und England nach Amerika wirkt Toller kulturpolitisch weiter. Doch an seiner psychischen Labilität, eine Folge der Festungshaft, scheitert seine 1935 in London mit Christiane Krauthoff geschlossene Ehe schon nach 3 Jahren. In einem letzten großen Aufruf versucht Toller im August 1938 internationale Hilfe für das im Bürgerkrieg verhungernde Spanien auf beiden Seiten der Front zu mobilisieren. Doch wieder geht alles schief. Kurz bevor Toller den amerikanischen Präsidenten Roosevelt für seinen Plan gewinnen kann, siegt der faschistische General Franco Anfang April 1939. Tollers Projekt ist gescheitert. Am 22. Mai 1939 nimmt sich Ernst Toller in einem New Yorker Hotelzimmer das Leben. Die amerikanische Journalistin Dorothy Thompson schrieb in ihrem Nachruf: Man wird sagen, Hitler habe ihn getötet. Das ist wahr genug. Aber man verlange nicht Hass von dem, der in sich keine stahlharte Kraft zu hassen hatte. Sein Schicksal war es, die Welt und die Menschheit zu lieben, und das höchst unglücklich. Doch so wollen wir nicht enden. Wir enden heute mit dem Schwalbenbuch. Tierchen nennen die Menschen euch, und es scheint ein Überhebliches in ihrer Stimme, wenn sie Tierchen sagen. Oh, über ihre Torheit! Ich habe gelernt, andächtig zu werden vor eurem unnennbaren Tiersein. Bevor nicht die Menschen wiederfinden den Grund ihrer Tierheit, bevor sie nicht sind, wird ihr Kampf nur wert sein neuen Kampfes, und noch ihre heiligste Wandlung wird wert sein neuer Wandlung. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.